So, ein wunderschönen zu Clicker Hero Folge 75. Ja. Man sieht, ich habe ein bisschen was getan. Also eigentlich nur hochgelevelt hier, immer wieder Ascension durch und hochgelevelt. Kennen wir schon. Weswegen ich mittlerweile schon 40.000 Dio-Sold auf der Tasche habe und wie bei der nächsten Ascension, die wir am besten jetzt gleich machen, noch 24.000 dazu bekommen. Ich habe mittlerweile sogar schon geschafft, Dread Knight immer zu holen. Ne? Ist mittlerweile schon die zweite Ascension, wo ich Dread Knight wieder im Team habe. Auf Atlas schaffe ich das noch nicht. Wobei, so viel fehlt eigentlich gar nicht mehr. Dann müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir. Naja, wir haben 43. Also, wir bräuchten noch das 100-fache an Gold. Ich aktiviere dich mal. Dann aktiviere ich mal euch beide. Dann gehe ich mal hier rauf. Dann gucken wir mal. Boah, der kritische Schaden macht so viel Schaden. Ist schon echt heftig. So. Was haben wir hier? Mammon. Aha. Korakamaru, ja. Gilded Damage. Gut, dich nehmen wir mal raus. Achso, nee, muss ich ja andersrum machen. Du musst da rein. Genau, so, jetzt. Dann leveln wir dich mal ein bisschen hoch. Und verkaufen dich. So, haben wir schon 150. Die 150 können wir dann langsam mal einsetzen. Das heißt, Level More Twitter Chests wäre halt geil. Chance auf 10 mal Gold wäre auch geil. Dann nehmen wir auf jeden Fall 1, 2, 50 mal. So, was haben wir noch? Level 2 Sealer, goldenes Klicken und mehr Schaden bei Idle. Das wird tatsächlich auch ein bisschen geil. Nehmen wir auch mal. Dann sind die beide jetzt ein bisschen Level. Oh, da hilft euch noch ein Level. Wow. Na gut, okay. Level of Mammon. Und kommen wir Kamaru auch wieder. Kriegen wir noch ein bisschen Gold. Frage ist nur, lohnt sich das hier wirklich allzu sehr? Das hier, da würde ich 10%, lohnt sich auch nicht wirklich. Hier bekommen wir pro Level. Ne, das lohnt sich auch nicht. Naja, also die beide, die lassen wir mal unten. Die lohnt sich nicht. Die können wir später vielleicht noch ersetzen. Und die beide hier, das sind tatsächlich welche, die wir jetzt erstmal hochleveln können. 42. Der ist teurer als der. Kann das sein? Keine Ahnung. Okay. Oh, wir sind bereits bei Level 45. Sehr schön. Ich mal ein bisschen mit hier. Ein bisschen kritischen Schaden machen. Danke dafür. So, gucken wir mal. 1E53. Leider haben wir halt absolut nichts, wo man jetzt so auf die Schnelle so ein bisschen Gold verdienen kann, weil ja unsere Söldner immer noch hier bei. Ja. Lassen wir das. So, die Frage ist hier. Was machen wir da? Habe ich noch mein Textdokument offen? Nein, habe ich nicht. Ach man ey. So. Danke. Danke. So, wir haben. Oh. Ja doch, genau, wir haben die hier und die drei fehlen uns noch. Dora, Atman und Kronos. Beziehungsweise, weil wir jetzt schon fast 60.000 haben, könnten wir mittlerweile auch schon fast auf die Eidler gehen. Okay, heißt also Dora, Atman und Kronos und unsere beiden Eidler. Der zum Beispiel. Accept. Siala, Libertas, meine ich doch. Sialata. Warum sage ich immer. Natürlich, das ist richtig. Sialatas, Libertas, doch, ist richtig. So, und dann fehlen jetzt Dora, Atman und Kronos.
Da ist Kronos. Wo ist Atman? Wie ist der andere nochmal? Dora und Atman. Dora und Atman fehlen noch. Genau. Ach, siehst du, weil ich auch vorher nachher die Liste sortiert. Nach dem Alphabet. Ist das mir gar nicht aufgefallen? Ha! Hier. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, jetzt komme ich da wieder durcheinander. gut, also. Oh, schon wieder vergessen. Dora und Atman. Okay, genau. Ist aber leider hier nicht mit bei. Schade eigentlich. Dora, Atman, Dora, Atman. Atman. Sehr schön. Und das wird bloß noch Dora. So, okay. Dann jetzt Folgendes. Gucken wir mal, wo sind die beiden, hier unten, die beiden Preiswerten. Naja, die beiden sind ja bloß. Das heißt, wir schenken den jeweils. Und 30. Ja, ich weiß, dieses Passive hier bringt noch nicht allzu viel, aber allerdings kosten die auch noch relativ wenig, von daher ziehe ich die erstmal mit. Auch wenn das jetzt nicht allzu viel bringt, aber was mir halt wichtig ist, sind halt die anderen drei, die ich jetzt gerade geholt habe. Dazu zählen. Ach, irgendwie, wir hatten vorher noch gar keine teuren, ne? Ja, ne, eben sind die einzigen extrem teuren. Gut, die Frage ist, auf welches Level ziehen wir die? Also auf Level 10 wäre mir schon ganz lieb. Aber weiter müssen wir überlegen. Gut, wir lassen erstmal auf Level 10. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Oh, ich bin hier hängen geblieben. Warum sagt mir das denn keiner? Dup. Danke. Nanu? Hat sie nicht drei? Ach ja. So, jetzt haben wir die alle schon mal auf Level 10, unsere drei teuren. Und dann können wir jetzt gucken, dass wir die anderen hier noch ein bisschen hochziehen. So, Level 100 kriegen wir hin. Für Gilded Damage, Critical Damage auf jeden Fall auch. Dann Click Damage allgemein. Und einen können wir noch hochleveln. Ne, die beiden Idler mache ich jetzt erstmal nicht. Aber ich glaube mal den hier von Treasure Chest, den nehme ich noch mit rein. Ansonsten Goldwap oder Goldwap von Treasure Chest. Kann ich überhaupt noch groß weiternehmen, ne? Damage 7, 8, 3, 4, 5. Bam. Ah. Wir haben mal ein bisschen Speed hier. Können wir nämlich den hier. Achso, halt. Ja. So. Können wir ein bisschen hier. Ne? Jawohl. Atlas. Gildet. Jetzt bekommt Atlas noch ein paar Level dazu. Achso. Vorher hier vielleicht noch die wir bereits haben, einsammeln. Open All. Jetzt bekommt Atlas noch. Oh, hat sogar schon gerade zwei bekommen. Brauchen wir bloß noch zwei. Easy. Okay. Und dann, ja, sieht man auch schon, geht gleich wieder wesentlich schneller.
So, das heißt also, wir lassen es erstmal so, wie es jetzt so ist. Und nach der Ascension werden wir denn die beide hier noch hochleveln. Wie gesagt, die beiden Eidler lassen wir erstmal. Wenn für die Geld über ist, können wir die auch mit hochleveln. Aber ansonsten tue ich persönlich erstmal nur dann idlen, wenn ich zum Beispiel halt wirklich gerade halt ascended bin. Und ja, um praktisch schnell die ersten Monster praktisch zu bekommen. Weil da bringt das halt tatsächlich was, weil wie gesagt, bei den ersten Level, da brauchst du keine Stärke, sondern da brauchst du einfach nur möglichst viel Geld, um möglichst schnell die ganzen Typen dazu kaufen, damit du dich dann irgendwann mal mit den großen Playern beschäftigen kannst und nicht die ganze Zeit hier dabei bist, ne, die ganzen kleinen Viecher zu holen. So. Oh, geht doch gut voran hier. Schon Level 4. Tja, das heißt also, wir schaffen es jetzt echt mittlerweile alleine, also komplett ohne Söldner, schon bis Atlas zu kommen. Ist natürlich ganz cool. Das heißt also, wir sind mittlerweile auf dem rechten Weg. Weil wie gesagt, sobald wir einen von den schaffen, also, ne, sobald wir den Sprung von Dreadnought auf Atlas schaffen, sind die weiteren Sprünge dann auch kein so großes Problem mehr. Das nächstgrößere Problem wird dann nur von. Jetzt muss ich gucken. Das sieht man ja leider nicht. Ja, eben doch, genau, so können wir jetzt immer weitergehen. Bis ihn. Oh, genau. Und dann mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. So. 240. Naja. Ja, ich meine, sieht man ja auch schon, also kritischer Treffer, sobald der reinhaut. Okay. Jetzt haben wir gerade sowieso Insta-Kill, egal ob kritischer Treffer oder nicht. Ne? Also, aber. Ist halt immer so, wenn man erstmal zum ersten Mal einen holt, solange bis er auf Level 150 ist, gibt er erstmal eine ganze Partie Insta-Kill ab. Aber eben, schwierig wird es dann ab Level 100, 150, so in dem Dreh, weil dann hängst du halt, wie gesagt, immer in so einer Kurve. Ich meine, bis Level 100 hast du halt immer diese Boosts, die du dazu kaufen kannst. Und dann hast du aber ab dem 100. Level, wo dann keine Upgrades mehr kommen. Denn die ganze Weile lang, die du brauchst, um bis Level 200 zu kommen, damit du dann bei Level 200 dann wieder den Vierfach-Booster bekommst. Aber gut. So, haben wir bereits 30.000 in der Ascension. Alter Schwede, ey. Und dabei haben wir Solomon noch gar nicht so weit hochgelevelt, oder? Solomon ist noch relativ weit unten. Oh, Level 15. Geil. Also den werden wir auf jeden Fall noch auf Level 30 bringen. Ich hoffe, ich lebe mich damit nicht so weit aus dem Fenster. Ach, easy, easy, easy. Könnt ihr sogar jetzt schon machen. Was tue ich hier gerade? Freue mich schon auf den nächsten Primal Boss. Mal gucken, wie viel der jetzt abgibt. Hätte ich vielleicht schon viel früher machen sollen, ne? So, wer war der andere, der noch auf Level 15 war? Achso, Jaggernaut. Ja, ob ich den hochlevel. Ah, doch, mach ich mal. Wisst ihr was? Wir warten mal noch auf den nächsten Primal Boss und dann machen wir direkt vielleicht mal eine Ascension. Damit wir die wieder hier gut geschrieben haben. Dann kann ich nämlich Jaggernaut noch ein bisschen hochleveln und dann mal gucken. Aber ich wüsste halt gerne jetzt mal noch mal einen Primal Boss. Was? Ich hätte jetzt gerade. Genau, doch. Ich hätte jetzt gerne noch mal einen Primal Boss, um mal zu gucken, wie viel Hero Souls wir jetzt bekommen. Hoffentlich ist der nächste Boss, also der. Ja, doch. Der nächste Boss jetzt ein Primal. Das wäre ganz schnieke. Nein, natürlich nicht.
Ach, leck mich doch. Dann gehst du mal weg, kommst damit hin, damit wir die Monster besser ein bisschen schneller wegballern. Das bisschen Level kann ich auch manuell machen. Danke. Eins in Nummer 50. Ah ja. Alter, wie wir einfach schon wieder Level 600 sind. Ich meine, wir haben gestern früh die Transcension gemacht. Wir haben es alleine in 2 Tagen geschafft, wieder fast auf... Naja, also fast auf Level 1000 ist jetzt vielleicht noch ein bisschen sehr stark übertrieben. Aber, doch schon extrem weit zu kommen. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht. So, 1, 2, 3, 4. Jawohl, passt doch perfekt. Ah, no problemo. So, das heißt ab jetzt, jetzt habe ich vergessen zu gucken. Scheiße, war doch gerade ein Final Wetten. Ach, Mist. Und ich habe natürlich wieder nicht geguckt. Aber so viel Rubine, wie wir jetzt gerade bekommen, Rubine. So viel Lebensholz, wie wir jetzt gerade haben, hat er schon fast 10.000 gebracht. Kann aber sein, dass ich einfach nur gedanklich einen übersprungen habe. Digga, die kommen einfach mittlerweile so schnell durch, ich sehe die gar nicht mal mehr. Was liegt das Scheiße? Also der hat jetzt gerade mindestens 5000 eingebracht. Also 10.000 doch noch nicht, aber 5000 pro Boss ist auch schon eine Hausnummer. Gut, das heißt, wir machen jetzt auf jeden Fall... Doch, komm, wir machen jetzt mal hier eine Ascension. Bam. Ein bisschen Startkapital hier anhäufen. So, da gucken wir uns schon mal hier an, was wir hier machen. Also, wir wollten zum einen erstmal ihn auf Level 50 bringen. Dann jetzt unsere beiden Goldies hier. Auf welches Level habe ich die gebracht? 100? Ja, ne? Ja doch, die waren alle schon Level 100. Okay. Das heißt, auch ihr beide kommt Level 100. Hä? Seit wann ist ein Set 1000? Ach ja, hier gibt es ja keine 125er Staffelungen. Wow. So. Habe ich noch 40.000 Hero Souls über. Das ist tatsächlich verdammt viel. So, über die geht da mal weg, damit ich langsam in die Idle-Phase übergehen kann und damit noch mehr Cash verdiene. Ja, man merkt sofort, da war gerade eine Kiste. Alter Schwede. Oh Gott, Alter. Ah, das geht geil los. Das ist krank. Das ist geil. Sobald hier Idle kommt, werden wir einfach nur noch komplett zernatzen. Oh, das wird heftig. Also mit der 3E7, ne? E8. Mal gucken, wie der Sprung wird, sobald wir Idle kommen. 3E8. Wow.
Und schon 4E9, 7E9, 1E10. Digga, was geht? Ja, so muss das sein. Genau so muss das sein. Und schon machen die ersten Levels gleich wieder hier, ne? Kann ich gleich wieder richtig durchziehen hier. Bam, bam, bam. Sehr schön, sehr schön. Haben wir Armenhop? Wo ist denn Armenhop? Armenhop? Ne, der kommt erst noch. Hä? Achso. Nevermind. Alles gut. Dachte gerade schon, wir können uns den kaufen, aber den nicht, aber ja. Egal. Nicht weiter drüber nachdenken. So, wir können mittlerweile hier wieder ein bisschen was umgilden. Also wir kommen auf jeden Fall bis Atlas. Das heißt also, er kriegt doch mal 5 dazu. Und Terra dürften wir uns auch. Wow. Terra dürften wir uns auch leisten können. Das heißt, ihm geben wir auch mal ein paar. Und den Rest lasse ich erstmal so. Ich hoffe mal, wir kommen wirklich bis Terra. Aber wenn nicht, also schon Vorbereitung fürs nächste Mal. Easy. So. Danke, danke, danke. Das Armenhop. Yay. So. Frage ist, ist alles jetzt hier soweit in Ordnung, dass wir es erstmal lassen können, oder ist hier noch irgendwas, was sinnvoll wäre? Gut, dann wäre jetzt nämlich die Frage, ob ich die hier vielleicht doch hochleveln sollte, aber das wird halt. Nee, das ist viel zu teuer. Also beide kriege ich definitiv, also sowohl Juggernaut als auch Solomon kriege ich beide zusammen definitiv nicht auf Level 100. Und auch einer von beiden auf Level 100 zu bringen, dürfte ganz schön teuer werden. Von daher lasse ich das mal lieber erstmal und gebe tatsächlich doch erstmal doch die hier auch erstmal auf Level 100. Und dann passt es erstmal so. Juggernaut und Solomon hochleveln kann ich dann immer noch, wenn wir wieder so in den Bereich von 100.000 Heroes Holz und so kommen. Dann kann man das verkraften. Genau. 100 Level würden nämlich genau 100.000 Heroes Holz kosten. Das heißt, 2x50 kosten auf jeden Fall weniger als 100.000. Und damit kann ich dann also beide, sobald wir 100.000 einmal erreichen, also natürlich ein bisschen mehr als 100.000, damit wir danach auch noch Heroes Holz übrig haben, klar. Aber kann ich mich denn darum kümmern, denn die beide hoch zu leveln? Mal gucken, ob ich das schon zwischen den Folgen schaffe. Dürfte aber definitiv kein Problem sein. Soweit ich mittlerweile immer komme. Dann wird's heftig. Vor allem Solomon. Der kleine Ficker. Der kleine. Ist ja gut jetzt. So, Armenhop kriegt jetzt nochmal 100 Level, damit wir hier seine Fähigkeit da bekommen. Alles andere bleibt. So. Haben wir auch keinen übersprungen? Nein, haben wir nicht. Gut. Noch kam keine diese Monster, kann das sein? Voll unfair. Aber bei so schnell wie das hier runtergeht, wir würden eh keine sehen. Selbst wenn die welche kommen würden,
Würden wir eh nicht. Also tot, na gut doch. Wir werden ja hier dann sehen, wie viele. Okay, beim ersten 700 ist aber nicht verwunderlich, weil diesen Aufdingster-Bumster-Bonus, diesen Transcendent-Bonus, bekommen wir irgendwie kurioserweise immer erst ab dem zweiten. Das heißt, der erste ist logisch, dass er gerade mal 700 hat, in Bezug auf gerade mal. Mann, wir brauchen mehr Primal-Bosse. Ich brauche eine brauchbare Statistik. So, und damit kommt dann Friestlauf. Frostleaf. Friestlauf, klar. Ins Rennen. Ab jetzt wird's geil. Ja. 1000 Hero Souls alleine bei dem ersten richtigen Primal Boss. Oh, das wird schön. Tja, das heißt also, bei der nächsten Aufnahme heute Abend dürfte schon wieder weit im 100.000er Bereich drin sein. Der würde ich mal sagen. In dem Sinne, bis dahin, schau mit V. Das wird hardcore.